Einfach klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Wir wollen ja so viel flashen wie möglich. Mhm. Das heißt, bei der dritten Liga klettert immer jemand, also immer nur eine Person. Es reicht ja, wenn eine Person es flasht, damit wir es als Flash aufschreiben. Stimmt. Wir klettern ja als Team. Ja, stimmt. Sollen wir dann, bis wir warm sind, können wir ja relativ viele Boulder machen, auch relativ schnell hintereinander und dann. Das heißt, wir probieren jetzt die dritte Liga Damen wegzuflashen erstmal. Ja. Und dann sind wir warm und dann probieren wir die zweite Liga Damen wegzuflashen. Yes. Schaut mal, hier ist die dritte Liga. Ich würde sagen. Ich glaube, der sieht machbar aus. Als ehemalige Wettkampfathletin kannst du mit dem Druck am besten kann umgehen. Ich den Druck hängen. Den ersten Mal. Schauen wir mal, ob ich das kann. Zu flashen. Und die Zone dabei. Für dritte Liga? Für dritte, muss man schon ja. Ein bisschen klettern, oder? Voll. Also so easy fand ich es jetzt nicht. Wir sind heute im Steinbock in Nürnberg, weil hier gerade Spieltag der Boulder-Bundesliga ist. Und zwar kriegt man hier am Eingang so einen schönen Laufzettel und hat sich dann bestenfalls vorher schon entschieden, ob man in der dritten, zweiten oder ersten Liga antreten möchte. Das Ganze wird dann auch noch zwischen Damen- und Herrenligen unterschieden. Es gibt hier in der gesamten Halle immer wieder Routen, die mit TK Boulder Bundesliga gekennzeichnet sind. Und die gehören dann entweder zu der Herren- oder zu den Damenligen. Und da wird nochmal unterschieden in dritte, zweite und erste Liga. Eine Saison läuft maximal ein Jahr und besteht aus bis zu 15 Stationen, die aufeinander an verschiedenen Austragungsorten in Deutschland folgen. Dort warten jeweils 15 knackige Boulder auf euch. In Ingolstadt kann noch bis zum 14. November gepunktet werden, bis es im Anschluss in Willingen weitergeht. Und das Finale findet dann im Juni 2022 statt. Apropos Punkten. Mit jedem Boulder kannst du Punkte sammeln. Dabei kommt es ganz darauf an, ob du die Bonuswertung erreichst, den Boulder toppst oder sogar im Flash bezwingst. Schau auf boulder-bundesliga.de, ob ein Spieltag vielleicht ganz bei dir in der Nähe stattfindet, denn für eine Teilnahme gibt es keine Zugangsbeschränkung. Und in welcher Liga du startest, entscheidest du selbst. Als Tipp geben wir dir mit, mal in den Techniker Boulder Bundesliga Podcast reinzuhören. Der wird von unserer geschätzten Kollegin Juliane Fritz moderiert und bietet spannende Informationen nicht nur zur Bundesliga, sondern auch zum Bouldersport ganz allgemein. Viel Spaß mit dem Team Masaro, also Marc, Sarah und Romy, im Steinbock Nürnberg. Also kurzer Lagebericht. Wir haben ungefähr drei Viertel der Zweit- und Drittliga-Boulder-Damen schon durch. Dort hinten suchen Sarah und Romy schon die paar, die uns noch fehlen. Ich bin überrascht, wie zum Teil anspruchsvoll die Dritt- und Zweitliga-Boulder sind. Aber wir sind gleich richtig warm, also ich auf jeden Fall. Und dann kommt die Königsdisziplin, die Boulder aus der ersten Bundesliga. Und dann brauchen wir halt das beste Pferd im Stall, die Romy, die hier dafür sorgt, dass einige Fs hinter den Routen stehen. Mal gucken, wie viele Fs am Ende des Tages hier zu sehen sind. Was ist denn das im Überhang eigentlich, der gelbe? Oh, das ist aber schon ein ganz schöner Kraftzieher, ne? Glaube ich auch. Stimmt, ja. Lacht er dich an? Ich muss ihn ja sowieso irgendwann machen. Genau, du hast ja im Hinterkopf, dass du den Zettel auch für dich privat nochmal ausfüllen willst. Ne? Ich denke nur ans Team. Ich habe die Station davor. Ich denke nur ans Team. Also ich kletter den selber nicht, aber damit ich auch Spaß am Boulder habe, mache ich mir mein eigenes Spiel. Und zwar, ich probiere zu schätzen, wie viele Heelhooks Romy setzen wird. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. 8. Ich sag irgendwas zwischen 8. Zwischen 7 und 10 Heelhooks, schätze ich. Das war eigentlich keine Absicht. Ach so. 1. Romy, das ist Mobbing, das weißt du. Mobbing in der Boulderhalle.
ich habe die Route falsch gelesen. Ich dachte, man könnte voll viele Hero setzen. Man kann auch noch viel mehr setzen. Aber es dauert wahrscheinlich dann wieder länger. Zwei. Dann habe ich mich um sechs vertan. Ja, weiß ist als nächstes dran. Und gute Nachrichten, der zählt auch doppelt. Der ist in der zweiten und in der dritten Liga. Achso, der geht nach links weiter. Ja, du hast links noch einen Tritt für links. Ja. Nice. Auf geht's, komm. Yes. Nice. Tada! Sehr gut. Ich hätte mir angucken sollen, ich bin nach rechts geklettert. Flash ist Flash. Ja. Warum gucke ich mir die nie vernünftig an? Voll gut, geht schon. Ich habe das F schon eingetragen, du darfst jetzt nicht mehr rausfahren. Sehr gut. Sehr schön. Ach, das war auch schon ein Erstliga-Boulder, ne? Ja. Jawohl. Gut, jetzt sind wir an dem Punkt, den ich so weit wie möglich hinauszögern wollte. Wir müssen jetzt Erstliga-Boulder bouldern. Oh. Okay. Sollen wir mal den roten versuchen? Ja. Ja. Das sah noch kommod, obwohl bei ihr sieht alles kommod aus. Ja. Lass dich nicht täuschen. Ja. Nice. Ein bisschen schlampig mit dem Fuß. Ja, wenn ich glaube, wir hätten auch einen Tick weiter rechts stehen müssen. Ja, dann wäre es stabiler gewesen. Schade. Auf geht's. Ja, ja, noch ein bisschen. Nice. Come on. Okay. Jetzt schieb dich richtig rüber. Jetzt beginnt der Spaß. Du musst schon letzten Endes auf dem rechten Fuß genau, stehen. Genau, voll auf dem rechten Fuß stehen. Und dann ziehst du mit den Händen und schaust, dass du rüberkommst. Ja, ja, ja. Und einfach ein bisschen genau, weiter noch. Komm, schon komm, ja, 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 voll gut. Nein. Ja, genau. Komm, geht schon. Stell deinen Fuß auf den, ja. Jetzt versuch zu stützen. Den Hand. Das ist so weit weg. Ali, komm. Nice, komm, geht schon. Beta verändern. Jetzt musst du wahrscheinlich ein bisschen hüpfen. Nein. Ja, ich glaube, wenn man einen Tripwechsel macht, dann ist man ein bisschen gesperrt. Nee, mein, Darf ich deine Bitte? Ja, 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 klar. Mein rechter Fuß will nicht so viel Druck, ich kann... Ja. Also ich bin ziemlich durch. Ich bin eigentlich nur noch so wie bei der Tour de France, der Wasserträger, also der mit dem Auto ranfährt und irgendwie so in dem Fall jetzt den Chalkbeutel bereithält. Ich hoffe, dass die zwei Mädels noch ein paar Flashs holen, damit der Zettel voll wird.
Und mal schauen, vielleicht kriege ich ja auch noch einen geflasht. Oh Gott, ich habe schon Angst vorm Start. Man ist erst so da drin. Ja, mit viel Schwung aufstehen. Wo muss man aufstehen? Auf den schwarzen? Nee. Ja, doch, genau. Um da einmal oben beherzt reinhocken. Ja, einmal beherzt aufstehen und drücken. Okay. Ach so, das ist so ein kleiner Sprung, um überhaupt zu starten. Genau. Ja, einmal so. Ich fühle mich gerade ein bisschen unter. Ja, du hast den wenigsten Druck. Ah, ich hab's. Sonst, wenn es gar nicht geht, kannst du auch versuchen, da so zu starten. So hoch, aber meinst du, und dann rüber einmal? Ja. Ich glaube, ich probiere es so. Ja, ich glaube, es geht. Oh nein. Die Flash ist gone. Ach, verdammt. Aber vielleicht so eher die Hände so auseinander. Teamname Flash Gordon wäre super gewesen. Hm. Bitte? So bescheißen sind alle weg. Wie ist denn gedacht? Schon so. Und so machen viele. Ich wusste jetzt, dass man einen doppeln darf und dann kurz rüber tippt. Die springen alle hin und batzen oben drauf und langen kurz links rüber. Ja, für mich ist halt in der Halle ist es so, wenn ich zwei Stats definiere, dann gehe ich so hin halt. Ja. Und nicht an einen und tipp den anderen dann noch kurz an. Boah, das passiert aber oft, ne? Und es ist auch Regel, es ist okay, es ist Regel. Also schön, Tommy. Yes. Samen, schenk ihn mal her. Yeah. Hui. Zwischendrin war es kurz knapp. Nice. Yeah. Ein Tag Boulder Bundesliga im Steinburg. Die mit den Smiley, die sind unmöglich. Genau. Fast. Also der Zettel ist voll, die Haut ist durch. Für mich war es das erste Mal Boulder Bundesliga, für dich auch, oder? Für mich auch, ja. Aber du warst sogar dieses Jahr schon in Jena. Ja, ich bin schon in Jena gewesen, genau. Ich werde auch versuchen, weiterhin zu allen Stationen zu gehen, wenn es die Zeit zulässt, weil mir macht es echt Spaß eigentlich. Ich glaube, für uns beide zweite Liga war schon, wir haben den nicht alle geflasht, oder? Nee, aber alle haben wir nicht geflasht. Es wäre an einem guten Tag möglich gewesen, vielleicht. Ich glaube, ich hätte definitiv noch mehr flashen können. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so drauf trainiert, alles zu flashen. Ja. Von daher ist eine gute Übung auf jeden Fall. Ja. Ich hätte gern mehr Erstliga-Boulder von, also wirklich projektiert, ein bisschen mehr, ein paar Goes reingesetzt. Da habe ich mit mir selbst gehadert. Der Kopf will mehr, als der Körper kann. Aber ich habe gesehen, es hat richtig Bock gemacht. Das waren auch so Boulder, wo im zweiten, dritten Go dann mehr ging als im ersten, voll, die man sich so erschließen konnte. Ja, wir sind ja jetzt auch echt schnell immer weitergegangen, weil wir halt so viel vorhatten. Und dann, wenn man noch länger an einem Boulder probiert, dann wären die sicher auch noch gegangen. Wir hoffen, dass das Video euch Spaß gemacht hat. Schreibt uns gerne, wenn ihr selber schon mal bei der Boulder Bundesliga dabei wart und in welcher Halle und vielleicht auch in welcher Liga ihr mitmacht. Und es kann sein, dass wir uns bei einer der nächsten Stationen der Boulder Bundesliga mal über den Weg laufen.